Thomas Lorenzer. Er wird uns was über Verschlüsselung in der Cloud präsentieren. Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute ein bisschen was über das Thema Cloud reden, weil das uns beruflich betrifft. Und wie es um die Sicherheit in der Cloud bestellt ist, ist ein Thema, das uns sehr auf Trab hält. Und einmal analysieren, wo wir stehen und was wir eigentlich selbst damit tun können. Ich möchte zwei, drei Varianten aufzeigen, wie wir selbst uns besser schützen können oder besser unsere eigenen Daten schützen können, aber trotzdem Services nutzen können in der Cloud. Aber natürlich nur für einen kleinen limitierten Rahmen, also halt für private Daten, die man zum Beispiel zwischen PCs scheren möchte. Also wenn man von Cloud spricht, hat ja jeder was in eigenen Vorstellung. Das ist so ein komplexes und vielfältiges Thema und alles ist plötzlich Cloud, das ist so ein Passwort auch. Und das hat sogar die NIST so weit getrieben, schon vor längerer Zeit einen eigenen Standard, eigene Publikation herauszubringen, wo überhaupt nochmal diskutiert wird, was Cloud ist und wie man Cloud definieren könnte. Ich weiß nicht, ob NIST, ein bekanntes amerikanisches Standardisierungs- und Organisation oder die bekannteste, da gibt es eigene Special Publication, die hat nur 7 Seiten und die definiert jetzt zum Beispiel, was kann man als Cloud bezeichnen, welche Ausprägungen von Cloud gibt es. Ich möchte nur ganz kurz durchgehen, dass man ein bisschen sieht, wie vielfältig das Thema ist und wir werden dann uns mit der Speicherung von Daten in Cloud hauptsächlich beschäftigen. Aber wenn man von Cloud spricht, dann meint man, im Prinzip gibt es 5 Eigenschaften, die man typisch, nicht alle findet man vor in Cloud-Services, je nachdem, was für Cloud das man hat. Aber wenn man irgendwie, sagen wir mal, mehr als 2 solcher Eigenschaften in seiner Anwendung oder seiner Applikation vereint, dann kann man von Cloud sprechen, würde ich jetzt nochmal sagen. Idealerweise aber natürlich alle. Also so eine typische Eigenschaft von Cloud ist das On-Demand Self-Service. Also ich kann meine Ressourcen selber verwalten, ich kann selber welche dynamisch dazu kaufen nach Bedarf. Ich als User habe Zugriff auf das Ganze. Also ich möchte es vielleicht gerade auch beim Dropbox sehen oder sowas, wenn wir von Speicherung reden, bedeutet das, ich kann meinen Speicher gegen Geld natürlich beliebig vergrößern, zu jeder Zeit. Wenn ich ein paar Terabyte brauche, werde ich es auch bekommen. Dann der Broad Network Access ist eine typische Eigenschaft, das heißt, ich komme von überall dazu. Ich habe die Cloud überall verfügbar, das ist auch so eine typische Eigenschaft von den Public Cloud und Gratis Services, die wir alle wahrscheinlich in einer oder anderen Fahrt verwenden. Dann gibt es das Resource Pooling, also die Idee vom Cloud Computing. Prinzipiell ist im Rechenzentrum, dass man Geld spart, indem man verschiedene Nutzer auf seine Infrastruktur lässt und die Hardware teilt zwischen den Nutzern und so ein effizienteres Datencenter hat, ein größeres und natürlich nicht jeder braucht gleichzeitig alle Ressourcen und Geld sparen kann und so billigere Services hat. Das Ganze haben wir verbunden mit Rapid Elasticity, das heißt, ich kann eben auf Knopfdruck kann ich ein Datencenter bestellen und in einer Stunde dann wieder abbestellen, zum Beispiel bei Amazon. Das ist auch so eine typische Eigenschaft. Das heißt, und dann das Measured Services, also das Pay-per-Use-Modell, ist auch so typisch. Also ich bezahle nur, dass ich was ich verbrauche. Und ich habe eben durch die dynamischen Eigenschaften Zugriff heute auf 100 Cores, morgen brauche ich nur noch einen, je nachdem, weil ich einen Webservice habe, der irgendeine Veranstaltung hostet und wo ich dann während der Veranstaltung halt viele Benutzer habe und dann nicht mehr. Das heißt, das sind so typische Ausprägungen, die man bei Cloud-Services findet. Und ja, dann gibt es noch dieses berühmten Services-Models, also jeder hat eben, das ist das hauptsächlich, wo jeder eine unterschiedliche Vorstellung davon hat. Wir beginnen bei Infrastructure as a Service, das ist das, was wir heute behandeln, wenn ich sage, ich möchte Storage haben, ich möchte meine Daten extern outsourcen. Dann gibt es Plattform as a Service, das ist typisch, was wir zum Beispiel, wenn wir Google App Engine oder Web Development Frameworks verwenden, das wäre so ein typisches Plattform as a Service. Und dann gibt es auch das Software as a Service, also wenn ich komplette einer noch cloud-basierte Antivirenlösungen oder sowas verwende. Und dann unterscheidet man eben auch noch, wo ist das Datencenter? Also es ist bei mir im Keller sozusagen mein Rechenzentrum ersetzt durch Virtualisierung und durch, dann spricht man von Private Cloud, dann gibt es eben auch die Public Cloud, das sind die Klassiker, eben die großen Amazon, Google, Microsoft, die ihre Web-Services praktisch jedem anbieten. Dann gibt es so eine Art Community Clouds, das heißt, wenn ich der Public Cloud doch nicht ganz vertraue,
dann gehe ich dahin, dass sich zum Beispiel Communities zusammenschließen und ihre Ressourcen teilen und so gemeinsam ein größeres Datencenter effizienter betreiben, sozusagen auf der Basis von Cloud-Technologien. Und dann gibt es natürlich alle Kombinationen davon. Das heißt, wo wir heute schauen werden, uns ein bisschen anschauen, das ist Sicherheit, ist das bei Public Cloud Services, also bei denen, die für jeden verfügbar sind. Wir haben gehört, die Ausprägung von Cloud ist, dass mehrere Benutzer auf einer Infrastruktur laufen. Das heißt, bei Public Cloud Services muss ich damit rechnen, dass, wenn ich sowas benutze, dass ich das Rechenzentrum mit Leuten teile, die ich nicht kenne, mit allen möglichen Leuten und ich mit allem rechnen muss. Dann gibt es natürlich die Gratis-Services, also Gratis ist jetzt nicht gleich Public, aber typischerweise bieten viele Public-Services auch irgendwelche Gratis-Services an, um an Benutzer zu kommen, und da die bekanntesten, ich glaube die meisten werden wahrscheinlich Dropbox einmal benutzt haben oder ausprobiert haben, das ist der bekannteste Dienst, wenn es um Speicherung geht, aber viele Leute wissen oft auch gar nicht, dass sie Clouds verwenden, also wenn ich mein Handy kaufe und einschalte, dann muss ich sehr aufpassen, dass ich den Haken für nicht in die iCloud synchronisieren erwische, sonst ist automatisch praktisch im Hintergrund von jedem Mobiltelefon schon ein Cloud-Service aktiviert, in dem meine Fotos, die ich mache, gebackupt werden, in meine Fotos, die ich mache, automatisch irgendwo hochgeladen werden. Dasselbe gilt für Android. Also diese Knöpfe sind schwer zu finden, um das zu deaktivieren, und aktivieren sich meiner Erfahrung nach auch wieder von selbst öfter bei Updates. Also, wie gesagt, fast jeder von uns oder jeder von uns hier, wie wir sitzen, wird dann wahrscheinlich von den Ganzen betroffen sein. Und dann haben wir natürlich auch die neuen Services wie OneDrive von Microsoft, und Google hat massiv natürlich die ganzen Services in der Cloud verknüpft. Und ja, dann, wenn wir jetzt natürlich in die Security schauen, so Cloud-Systeme sind sehr komplex, das sind sehr verschiedene Player im Spiel. Wenn wir uns zum Beispiel Dropbox anschauen, bei Dropbox sind wir als End-User die Kunden sozusagen, aber Dropbox selbst hat keine Infrastruktur, sondern die Dropbox-Services laufen in der Amazon Cloud, wobei Dropbox die Daten verschlüsselt, aber die Schlüssel sich selbst behält und nicht beim User liegen. Also es sind oft sehr komplizierte Konstruktionen, und wenn man dann in Richtung Sicherheit die Systeme sich anschaut und analysiert, wer hat jetzt welche Informationen, wer hat Zugriff auf welche Informationen, da stößt man sehr schnell an seine Grenzen, vor allem, weil das alles nicht transparent passiert. Also man weiß ja gar nicht, was da alles im Hintergrund läuft. Deshalb möchte ich heute auch ein bisschen vorstellen, die sicherste Art und selber ist, ich kümmere mich selbst darum. Und schlussendlich werden wir auch sehen, dass es die einzige Art ist, um wirklich irgendwie garantiert eine Lösung zu haben. Und ich habe hier jetzt noch zum Beispiel, da gibt es die berühmte Cloud Security Alliance, das ist ein Zusammenschluss auch von Herstellern und allen möglichen Leuten. Die haben zum Beispiel die Notorious 9 analysiert, also was sind wirklich die Bedrohungen vom Cloud Computing, was sehen für Private, aber auch für Businessleute, wenn sie in die Cloud gehen. Und die Reihenfolge hier ist nach Wichtigkeit sortiert und wird regelmäßig alle 2 Jahre abgedatet. Und das Wichtigste ist eben hier an erster Stelle ist Datenverlust. Was passiert, wenn ich die Daten verliere und ich merke es nicht? Was passiert, wenn mein Competitor, also mein Mitbewerber in der gleichen Cloud ist und meine Daten lesen kann? Es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie sowas passieren kann. Also einfachste Variante, irgendwelche Konfigurationsfehler in der Cloud erlauben es, dass meine Daten plötzlich sichtbar werden. Ich kann nichts dafür, aber wenn das einmal passiert ist, dann sind meine Daten öffentlich und jeder kann es lesen. Oder wie gesagt, wenn ich Daten lösche in der Cloud, was passiert? Die Daten werden nicht wirklich gelöscht in der Cloud. In der Cloud wird der Speicher wieder freigegeben und der Nächste, der ihn bucht, bekommt ihn. Und da ist ja nicht mal garantiert, dass zum Beispiel das Filesystem wird vielleicht zerstört und freigegeben, aber die Daten, die sind immer noch da drauf. Und da gibt es viele Sachen, aber die Leute sehen das auch wirklich als wichtige Bedrohung. Und die zweite Bedrohung, die wichtig ist in Bezug auf Datenspeicherung, ist der Verlust von Daten. Wenn ich natürlich Daten in der Cloud ablege und die auch länger nicht benutze zum Beispiel, wer garantiert mir, dass die Daten noch da sind, wenn ich sie in 2 Jahren lesen will? Datenlos auch aus anderer Perspektive herauf, weil wir uns Verschlüsselung anschauen als Lösung. Die ersten beiden Punkte haben irgendwie ein Trade-off. Wenn ich jetzt meine Daten verschlüsseln würde und ich verliere meinen Schlüssel, dann leide ich leider auch unter Datenlos. Das heißt, ich bin zwar sicher,
gegen den ersten Punkt, aber ich muss einen Trade-off fahren, ich muss mich dann sehr gut um meinen Schlüssel kümmern und schauen, dass ich den möglichst nicht verliere und mein Passwort nicht vergesse. Es gibt dann noch vielfältige andere Bedrohungen im Cloud-Umfeld, aber die ersten zwei sind die, die jetzt am spannendsten sind für das, was ich hier präsentieren möchte. Aber es ist ein sehr kontroversielles Thema, das sieht man gleich. Und natürlich, was ich jetzt, wir haben diese typischen Neuen gesehen, was in diesen Neuen nicht behandelt wird, es wird angenommen, der Provider ist vertrauenswürdig. Das ist die Grundannahme bei der Ausarbeitung dieser neuen Bedrohungen in der Cloud. Gut, ich stelle jetzt mal eine Hypothese hin, warum muss ein Cloud-Provider vertrauenswürdig sein? Wenn wir jetzt an die ganzen freien Services denken, die wir haben, dann muss man sich doch fragen, es gibt nichts gratis normalerweise im normalen Leben. Was oder wer ist das Produkt? Also wenn ich da meine Daten fleißig überall hochlade, stellt sich doch oder liegt es doch nahe davon auszugehen, dass ich und meine Daten das Produkt sind. Also viele dieser Betrachtungen sind einfach klassisch, aber klammern sogar den Provider aus. Und ich, wenn ich sowas benutze, meine persönlichen Daten da hochlade, muss mir auch im Klaren sein, wenn ich einen Gratis-Service nutze und nichts dafür zahlen möchte, wir leben in dieser Geiz-ist-geil-Gesellschaft auch ein bisschen, alles muss gratis sein, dann muss ich damit rechnen, dass meine Daten bewusst ausgewertet und verkauft werden. Dann sind meine Daten das Produkt. Und das ist genau das, was ich meine. Also bei diesen ganzen Services sind wir und unsere Daten sind das Produkt. Das ist bei der Bevölkerung noch nicht angekommen, dass persönliche Daten einen Wert haben. Sie haben keinen Wert irgendwie. Und dass es sensitive Information ist und dass es vielleicht in 20, 30, 40, 50 Jahren, wenn ich die Daten nicht unter Kontrolle habe, ein Problem werden könnte, was mit diesen Daten passiert. Und wir geben unsere Daten freizügig überall her. Also ich nehme an, hier Leute sind, die sensitiv auf solche Sachen reagieren und vielleicht nicht so viele Sachen benutzen würden, aber im Großen und Ganzen gibt jeder gerne viele Daten her, um von diesen Services produzieren. Also das heißt, wir bekommen was geliefert, aber wir zahlen natürlich auch sehr dafür. Und wir können diese Daten nie mehr zurückholen. Das heißt, wir sollten uns vielleicht vorher überlegen, wenn wir sowas nutzen, was wir wohin laden. Ich bin jetzt nicht ein Gegner von dem Ganzen, aber man sollte es einfach bewusst nutzen. Es gibt diese Vorteile, ich habe auch gern von überall aus Zugriff, ich synchronisiere auch gerne automatisch mit dem Handy meine Daten vom PC, es ist einfach angenehm. Aber gibt es nur schwarz-weiß? Das ist eben die Frage. Gibt es nur das eine oder das andere? Also ich würde jetzt mal behaupten, man kann es auch mischen. Und prinzipiell haben wir bei den ganzen Services einen Bug. Also die Firmen, die werden uns das nicht bereitstellen. Wir haben irgendwie ein Bug im Trust Model, sage ich jetzt einmal. Weil die Firmen davon ausgehen, dass wir ihnen vertrauen und dass wir alles freizügig hergeben und sie machen eh alles super. Aber dass sie natürlich die Daten auswerten und verkaufen. Ich habe noch nie AGBs wirklich im Detail gelesen, ich weiß nicht, wer AGBs studiert, aber typischerweise liest diese niemand und die waren bei den ersten Versionen von Google Write oder sowas schon katastrophal, als Google praktisch komplette mit dem Hochladen eines Dokumentes in Google Drive hat man sämtliche Rechte verloren. Ich nehme an, sie haben nachgebessert, aber es hat noch einige Probleme. Das heißt, wenn wir jetzt Cloud Storage machen möchten, jetzt muss ich aufpassen in der Zeit, dann möchte ich zum einen möchte ich Daten teilen, aber es muss nicht immer notwendig sein, dass der Provider die Daten lesen kann. Und hier möchte ich jetzt kurz zwei, drei Varianten vorstellen, wie man sowas selber bauen kann, mit Hilfe von Verschlüsselung. Es gibt mittlerweile auch Provider, die sowas anbieten und das nennt sich dann, oder sie verkaufen sich selber als Zero-Knowledge-Provider. Also man kann den Storage nutzen, es wird verschlüsselt, und sie garantieren, dass sie es selbst nicht lesen können. Also wenn man sich anschaut, das sind nicht jetzt die bekanntesten, wenn man so Zero-Knowledge-Provider sich anschaut, aber die bekanntesten sind, glaube ich, Uwala ist einer, der auch Gratis-Space zur Verfügung stellt, aber die meisten haben dann sehr schnell, bei den meisten muss man sehr schnell bezahlen, um den Service zu bekommen. Und da sieht man schon, das Businessmodell dahinter muss ein anderes sein. Das heißt, der Provider kann die Daten nicht mehr lesen. Also dieser Threshold, diese Schwelle bis zur Paywall kommt viel, viel schneller bei diesen Services.
Und es gibt hier zwei Kategorien, sage ich jetzt einmal. Es gibt die linke Spalte, das sind die, die eigene Rechenzentren anbieten und eigene Kapazitäten anbieten. Und dann gibt es die rechte Spalte, das sind die, die praktisch einen Verschlüsselungsservice über bekannte Services drüberlegen. Also mit Boxcrypto ist zum Beispiel ein bekanntes deutsches Startup, glaube ich, vor 2 Jahren gestartet oder sowas. Das bietet an, dass managt sozusagen meine Files in Dropbox, in Microsoft Cloud, in Google Cloud, aber verschlüsselt die und nur ich habe den Schlüssel. Also die bieten praktisch diese Software, diesen Layer darüber. Allerdings haben diese ganzen Hersteller ja meiner Ansicht nach nicht sehr gute Software, das sind monströse GUI-Software, wo keiner weiß, was passiert, das ist alles proprietär, die ganzen Protokolle sind proprietär, es gibt keine offenen Protokolle. Und ja, da liegt einfach vieles im Argen. Das heißt, wie könnten wir wenigstens uns selber ein bisschen schützen? Wir wollen eben uns Konfidentialität unserer Daten garantieren, das heißt, der Provider soll es nicht mehr lesen können. Wir wollen die Daten natürlich auch von überall zugreifen können, wenn wir so eine eigene Lösung bauen. Und idealerweise wollen wir die Daten auch teilen können mit Freunden, mit Teams. Und natürlich wollen wir Security, das nennt sich Security End-to-End, also von mir zu mir selber wieder, wenn ich es selber lese, oder zu jemand anderem, wenn ich es teile, die Daten, aber die ganze Kette durchgängig verschlüsselt, sodass der Provider dazwischen und auch die Telekom dazwischen, die das überträgt, natürlich nicht lesen kann. Das heißt, Kryptographie wird hier ein wichtiges Element, um sowas überhaupt zu realisieren. Ohne geht es ja natürlich gar nicht. Und ich möchte hier mal Lösungen präsentieren, die auf der simpelsten kryptografischen Primitive beruhen, also als einfach nur dem symmetrischen Verschlüsseln. Kryptographie wird sehr schnell sehr komplex, wenn man Systeme baut. Wir wissen das alle, wir schaffen das heute noch nicht, E-Mails zu signieren und zu verschlüsseln von einem, die wir versenden, obwohl die Technologie seit 25 Jahren existiert oder seit 30 Jahren existiert. Also es wird auch sehr schnell nicht mehr benutzbar, wenn man Kryptographie einsetzt, da muss man aufpassen. Und ich wollte halt schauen, was kann man selbst machen, um hier so eine Art diesen Layer über den Gratis-Services einzurichten, damit dieser nicht alle Daten lesen kann. Die generellen Interfaces, die man zur Verfügung hat, wenn man sowas bauen möchte, es gibt in der Cloud-Welt neue Interfaces, neue Standards, neue Protokolle. In der Business-Welt gibt es das Simple Storage Service, wenn man Storage zukaufen möchte. Das nennt sich S3, das wollen wir jetzt einmal ausklammern, aber wenn ich jetzt irgendwelche Gratis-Services verwende, dann gibt es keine Standards mehr, ist alles proprietär. Jeder Provider hat seinen eigenen Client, um auf die Daten zuzugreifen, und meistens funktioniert das so, dass lokal irgendwelche File Directories dann synchronisiert werden mit dem Remote-Service. Das heißt, für mich war das überhaupt nicht zufriedenstellend, dass es alles gibt. Und eine Variante, wie man das Ganze umgehen kann, ist auf der Basis von OnCloud zum Beispiel. OnCloud ist prinzipiell, bewegen wir uns da Richtung Self-Hosted, das ist natürlich immer eine Lösung. Der Name in OnCloud ist, glaube ich, der einzige Cloud-Service, den ich nicht als Cloud definieren würde. Aber das ist praktisch eine Software, die man sich selber runterladen kann und selber installieren kann, ist Open Source und unter aktiver Entwicklung. Und prinzipiell gibt es dort keine Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich das verwenden will, um meine Daten überall zugreifen zu können und zu synchronisieren, dann muss ich das einmal in meiner eigenen Infrastruktur, ich muss das selber laufen lassen. Allerdings, was OnCloud anbietet, ist ein Encrypted. Bei OnCloud gibt es sowas wie ein Encryption-Plugin, dass Daten verschlüsselt werden, sobald man sie speichert bei externen Anbietern. Also das, was man jetzt machen kann, ist, OnCloud muss ich natürlich selber hosten, ich muss es irgendwo erreichbar im Internet natürlich lagern, aber was ich damit machen kann, ich kann da zum Beispiel meinen Dropbox-Service einbinden in OnCloud und kann für das Encryption aktivieren. Das heißt, ich kann das hier mal kurz zeigen, ich habe hier OnCloud selbst installiert
Und ich kann hier zum Beispiel unter External Storage, kann ich eben externe Services einbieten. Da gibt es eine Menge von Möglichkeiten, wenn man sowas einbietet. Und ich habe hier jetzt einmal eingerichtet zum Beispiel Zugriff auf meinen Dropbox-Account. Das heißt hier, ich kann über meine lokale Installation auf Dropbox zugreifen. Oh, jetzt schauen wir mal, wie schnell das Internet funktioniert. War das vorher auch schon? Genau. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein neues File hochlade in meine Dropbox, auf OnCloud, dann wird das natürlich über OnCloud encrypted und dann auf Dropbox gespielt. Das heißt, auf diesem Wege, wenn ich hier jetzt natürlich bei Dropbox reinschaue, schaffe ich es zum Beispiel. Jetzt sieht man eh schon, das File ist angekommen. Jetzt gibt es dieses Test-2-File hier. Und wenn ich das aufmache, dann sieht man, dass es nicht mehr lesbar ist, zum Beispiel für den Provider selber. Ich habe den Key in OnCloud verwaltet und ich kann so Dropbox mitbenutzen. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Variante, wie man praktisch solche Services benutzen könnte. Hier schon durchgehen, dann... Was sind die Vor- und Nachteile von sowas? Ich brauche immer noch irgendwo meinen OnCloud-Host sozusagen, meinen Server, meinen eigenen, der unter meiner Kontrolle ist. Aber ich kann, OnCloud ist ein ganz nettes Tool, ich glaube, mein Kollege Markus hat das gestern vorgestellt, ganz ein nettes Tool, mit dem er auch seine Kalender und alles Mögliche synchronisieren kann. Es rentiert sich auf jeden Fall, sowas bei sich zu Hause laufen zu lassen, denke ich. Aber das ist auch eben der Nachteil davon. Ich habe oft Probleme mit der Stabilität von OnCloud. Es ist schon besser geworden, aber Updates sind gerade sehr mit Risiko verbunden. Immer Backups, 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 Backups. Und was gibt es denn sonst noch? Alternative, wir haben gehört, das ist alles sehr proprietär. Was kann man machen? Das heißt, die Variante, die man machen kann, ist, man verschlüsselt lokal. Man lässt diese proprietären Tools laufen. Wir haben gehört, dass die meisten bieten einen lokalen Folder an, den man verschlüsseln kann, lokalen Folder an, der synchronisiert wird automatisch. Das heißt, ich muss über diesen Folder drüber ein Encryption Layer einziehen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel zwei Tools, die ich vorstellen möchte, die man nehmen kann, die jetzt nicht so kompliziert zu bedienen sind und die Open Source Tools sind. Und die auf dieser Ebene arbeitet. Also wir brauchen keine Full-Disk-Encryption. Es gibt Full-Disk-Encryption, ich nehme an, einige werden die Festplatte verschlüsselt haben. Das passiert ein Layer tiefer auf Blockebene. Was wir brauchen, ist praktisch ein Encrypted-Filesystem in einem Filesystem. Und wenn wir solche Tools verwenden, dann können wir, wenn wir auf ein paar Sachen aufpassen, so Sachen wie Dropbox mitverwenden. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel EncFS mal kurz zeigen. Wenn wir EncFS uns anschauen, dann geht das extrem einfach. Also die meisten Distributionen bringen das Tool EncFS mit. Und das Ganze lässt sich dann sehr einfach einrichten. Und man kann das mit einem Befehl eben, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, mit EncFS zum Beispiel einen Folder nehmen, der die encrypteten Daten enthält, einen Folder nehmen, der die Plaintext-Daten enthält und irgendwas passiert dann schon wieder, irgendwas. So jetzt gemacht. Also prinzipiell sollte es eigentlich relativ einfach gehen, aber ich habe jetzt da jetzt gar nicht eingerichtet habe. Schauen wir uns nachher noch an. Ich möchte nur meinen Talk noch kurz durchführen. Also es geht sehr einfach. Ich muss nur sagen, zwei Folder angeben und dann mounten. Und wenn ich ein File in einem Folder ablege, dann, ich habe es hier installiert zum Beispiel, in einem Folder ablege, dann gibt es eine encryptete Variante vom File im zweiten Folder. Und der zweite Folder liegt dann, man kann es eh nicht gut lesen, der zweite Folder liegt dann auf Dropbox zum Beispiel. Und wird dann automatisch synchronisiert mit Dropbox. Das ist die Variante, die man nehmen kann. Denn die Vorteile, EncFS gibt es auch für Mobiltelefone, EncFS gibt es für alle möglichen Plattformen, es ist sehr interoperabel, es ist einfach zu verwenden, bis auf den Bug-Vorführeffekt jetzt hier gerade.
Und es ist kompatibel auch mit Boxcrypto, mit alten Versionen. Es ist eigentlich ein sehr nettes Tool. Es hat nur einen Nachteil. Vor einem Jahr hat es ein Audit gegeben, ein kurzes. Und die ganze Kryptographie, wie sie dort verwendet wurde, wurde als unsicher definiert. Es ist jetzt schon über ein Jahr her. Ich selber habe davor EncoFS verwendet und ich bin dann irgendwie ein bisschen davon abgekommen. Und man müsste jetzt schauen, inwieweit diese Probleme gefixt wurde. Und das war speziell für diesen Anwendungsfall unangenehm, weil es eine Bedrohung gegeben hat, dass wenn man mehrere Varianten vom verschlüsselten File, vom gleichen verschlüsselten File mit kleinen Unterschieden hat, dann hat es sehr schöne Angriffe drauf gegeben. Und das ist genau bei unserem Anwendungsfall, den wir hier haben, wo wir Backup in die Cloud machen, das Tödliche, weil wir haben, die Cloud merkt sich dann natürlich ältere Versionen vom File und das kann ich gar nicht abschalten. Das heißt, also für den Cloud-Fall kann ich es momentan nicht empfehlen, obwohl es ein voller cooles Tool wäre und das Einzige, das wirklich interoperabel ist, wo es auch für Android-Clients gibt und das wäre wirklich ein nettes Tool. Alternative Variante ist dann noch eCryptFS. Das ist ein zweites Ding, das ist jetzt sicherer, laut dem Audit, das ich gefunden habe. Es wird auch von Ubuntu gemaintained, glaube ich. Und das ist das, was zum Beispiel verwendet wird, um das Home Directory bei Ubuntu zu verschlüsseln, wenn man bei der Installation diese Option wählt. Aber man kann es auch verwenden, um in seinem Home Directory, ich habe jetzt da zum Beispiel so einen Folder, der nennt sich Private. Und, falsch. So, da kann man einfach einen eigenen Folder mounten. Das Private Folder ist wieder, ich muss jetzt einen Schluss machen. Das Private ist eben wieder ein Klartext-Folder. Es gibt einen Zwilling dazu, wo die Daten encrypted liegen. Der Zwilling nennt sich .private. Und da drin, das zeigt auf Dropbox bei mir, und da drin liegen dann die encrypteten Daten. Das heißt, das ist das, was ich momentan verwende. Das Tool ist aber Linux-only, weil es ist eine Kernel-Level-Implementierung. Und das heißt, das Tool ist nicht portabel und ist aber das, was momentan security-mäßig empfohlen wird. Jetzt mache ich eh schon Schluss. Dann, ja, es gibt viele, viele Tools, aber was man prinzipiell sagen kann, es gibt einen Haufen Probleme. Also auch die Tools haben Stabilitätsprobleme, bitte nicht für Produktionssysteme. Immer backuppen. Also es gibt... Der ganze Zustand ist eigentlich sehr unbefriedigend, finde ich. Und es gibt für die simpelsten Funktionen, die wir haben möchten, keine Open-Source-Tools, die wirklich gut funktionieren, weil das Problem natürlich, dieses Data-Sharing wird von beiden Tools auch nicht gut unterstützt. Weil ich möchte natürlich, diese Tools sind gemacht, um einen Ordner zu verschlüsseln und funktionieren eigentlich nur in eine Richtung. Wenn ich jetzt im Hintergrund Dropbox auf einem anderen Gerät Update mache und sich die Files darunter verändern, dann gibt es ein Problem, dass das nicht alles automatisch geupdatet wird. Und da kann es dann zu Zuständen kommen, die unerwünscht sind und die mir das ziemlich zerstören wieder. Das heißt, eine sehr unbefriedigende Situation. Ich habe versucht, hier zwei, drei Tools zu zeigen, die man sich anschauen kann, wenn man sowas bauen möchte. Wirklich befriedigende Lösung kann ich auch keine anbieten. Und es wäre nett, ja, also... Wir brauchen irgendwie Leute, die Open-Source-Software entwickeln und versuchen das auch im Cloud-Umfeld irgendwie in den Griff zu bekommen. Das wäre eine schöne Sache und ich hoffe, dass einige Projekte entstehen werden. Falls jemand Zeit hat, sich das anzuschauen, wäre das sicher ein spannendes Thema, denke ich. Vielen Dank.